Meine sehr verehrten Damen und Herren, überall in Europa, in Belgien, auch in Ostbelgien, erleben wir einen zunehmend größeren Graben zwischen den Politikern auf der einen Seite und den Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite. Viele Bürgerinnen und Bürger haben das Vertrauen in die repräsentative Demokratie und ihre Politiker verloren. Dagegen müssen wir aufstehen. Dagegen müssen neue, innovative Instrumente entwickelt werden, um die repräsentative Demokratie zu stärken. Dazu gehören Elemente der direkten Demokratie genauso wie der deliberativen Demokratie. Hier in Ostbelgien haben wir deshalb unser repräsentatives demokratisches System um den Bürgerdialog, um ein Element der deliberativen Demokratie erweitert. Unser Bürgerrat, der per Los zusammengesetzt wird, der Bürgerversammlungen zu unterschiedlichen Themen eigenständig einsetzt, trägt dazu bei, die Demokratie in meiner Heimat zu stärken. Die Bürgerinnen und Bürger haben seit 2 Jahren, eigentlich schon seit 3 Jahren, immer wieder sehr konkrete Vorschläge gemacht zu unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen unserer Region, haben damit das Instrumentarium gestärkt und wichtige Impulse für die Politik geben können. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was bislang erreicht wurde. Mir ist bewusst, dass ein Bürgerrat alleine nicht alle Probleme lösen kann, aber er ist ein wichtiges Hilfsmittel, wenn es darum geht, den Graben zwischen Politikern und Bürgern kleiner werden zu lassen und Verständnis zu wecken für die Prozesse unserer demokratischen Institutionen.